Was zuletzt geschah. Feurigel war sich sicher. Sein Traum hatte ihm bewiesen, dass Scheinux unschuldig war. Der wahre Scheinux und sein Doppelgänger hatten die Narben an unterschiedlichen Augen. Aber den anderen das klar zu machen? Keiner schien daran zu glauben, dass dieser Traum die Wahrheit offenbart haben könnte. Niemand unterstützte Feurigel. Deswegen nahm er die Sache in seine eigene Hand und floh. Auf der Suche nach Scheinux. Auf seiner Reise hörte er ein Gespräch der Helden aus der anderen Welt. Zumindest Bulbi glaubte noch an seine Worte, wobei sie hierbei hinterfragte, ob sie noch zur Gruppe stehen sollten. Sie wäre bereit, für Scheinux Silberdorf und alle dort hinter sich zu lassen. Und vielleicht selbst diese Welt wieder zu verlassen. Doch Feurigel wurde abgelenkt, als er bemerkte, dass Scheinux Doppelgänger alles mitgehört hatte. Kapitel 7 Determination. Meine Aufmerksamkeit galt nun voll Scheinux. Er schien mich nicht bemerkt zu haben. Ich folgte ihm unauffällig im Bewusstsein, dass ich auf Dauer so seine Höhle finden würde. Doch nachdem ich ihm einige Zeit gefolgt war, kam er an seinem Ziel an. Nicht sein Versteck, sondern Silberdorf. Er sah sich vorsichtig um und schlich sich dann schnell hinein. Er musste sich beim Lauschen neue Informationen beschafft haben, die er nutzte, um sein gewünschtes Weltbild realistischer wirken zu lassen. Ich blieb versteckt, doch mir fiel schnell auf, was sein Ziel war. Das Haus, in dem ich all die Zeit gewohnt hatte. Er betrat schnell das Haus. Nur Sekunden später stiegen Flammen empor. Das Haus brannte. Der Doppelgänger rannte so schnell er konnte. Doch was mir auffiel, er war nicht mehr Scheinux Doppelgänger, sondern meiner. Er sah exakt so aus wie ich. Er wirkte ziemlich frustriert, vermutlich darüber, mich nicht angetroffen zu haben. Doch es schien ihn nicht groß zu stören. Er rannte einfach in den Wald. Mein Blick blieb noch an dem brennenden Haus im Dorf hängen. Erste Pokémon versuchten bereits, das Feuer zu löschen. Das Haus so zu sehen, es war mir bereits ans Herz gewachsen wie mein eigenes Haus. Und was dazu kam, der Doppelgänger wurde gesehen. Es war vermutlich derselbe Vorgang wie bei Scheinux. Er tat etwas Schlimmes, tarnte sich dabei und schob die Schuld so auf jemand anderen. Dieser andere verschwand jedoch durch seine Hand. Und mir fiel schnell auf, weshalb es ihn nicht störte, dass er mich nicht angetroffen hatte. Meine Flucht aus dem Dorf, die nicht hätte sein dürfen, kombiniert damit, sie würde mich als bösartig darstellen und damit gleichzeitig den anderen zeigen, dass ich am Morgen gelogen hätte. Ich wäre der nächste Gesuchte. Doch ich musste fliehen und dem Doppelgänger folgen. Und so rannte ich ihm nach. Es fiel mir sehr schwer, mit dem Unbekannten Schritt zu halten. Er bewegte sich sehr schnell und gleichzeitig sah er sich oft um. Er wirkte sehr vorsichtig, doch trotzdem schien er mich nicht zu bemerken. Die Sonne ging langsam unter. Ich wusste, dass er vermutlich bald zu seinem Versteck aufbrechen würde. Wenn ich ihm weiter heimlich folgen könnte, würde ich so Scheinux finden. Nur eines der Dinge, die Chillas bereits erläutert hatte, würde noch problematisch werden. Wie sollte ich Scheinux befreien? Der Entführer war sehr wahrscheinlich um einiges stärker als ich. Um ihn entführen zu können, musste er Scheinux vermutlich in einem Kampf besiegt haben und wie ich zuvor hören musste, ist gerade dieser der stärkste Kämpfer unter denen aus der anderen Welt. Deswegen musste ich mit Strategie vorgehen, nicht mit Stärke, da diese nicht vorhanden war. Sobald ich den Ort des Verstecks kannte, würde ich die Nacht in der Nähe an einem unscheinbaren Ort verbringen. Am nächsten Tag, wenn der Doppelgänger wieder aufbrechen würde, würde ich mich ins Versteck schleichen und Scheinux da rausholen. Anschließend würde ich mit ihm nach Silberdorf zurückkehren. So konnten wir sie eher von unserer Unschuld überzeugen. Und sobald dann alle die Position des Verstecks wussten, wäre der Doppelgänger bereits so gut wie geschnappt. Der Plan war nicht sonderlich kompliziert, aber jeder Schritt musste klappen.
Ein Fehler und es würde nicht gut ausgehen. Während ich den Plan in meinem Kopf verfeinerte, folgte ich dem Unbekannten weiterhin. Es dauerte knapp 30 Minuten, bis er auf einmal verschwand. Ich war ziemlich überrascht und frustriert. Ich hatte ihn die ganze Zeit im Blick gehabt. Er hatte sich wortwörtlich in Luft aufgelöst. Mitten im Wald. Doch bevor ich mich aufregte, fiel mir etwas ein. Was, wenn er nicht verschwunden war, sondern sich hier der Eingang zu seinem Versteck befand? Ich trat vorsichtig an den Ort. Auf den ersten Blick gab es hier nichts als Waldboden, übersät mit Unkraut und Laub. Doch bei genauerem Inspizieren, das Laub, das auf dem Boden verteilt war, verdeckte ein Loch. In diesem Loch führte eine Treppe nach unten. Die Wände waren steinig. Es war offensichtlich eine unterirdische Grotte, geschützt vor den Augen eines normalen Sterblichen. Was ich nun tat, war jedoch sehr unvorsichtig. Ich entschied mich, die Treppe hinabzusteigen. Ich wollte sicher gehen, dass sich Shinux wirklich hier befand. Sehen, dass der Doppelgänger wirklich hierhin verschwunden war. Ich schlich die Treppe hinunter, langsam und behutsam. Keiner meiner Schritte sollte hörbar sein, da es sonst schlechte Folgen haben würde. Als ich das untere Ende der Treppe erreichte, befand sich eine Wand kurz vor mir. Es ging nur um eine Ecke. Vorsichtig spähte ich, was sich dahinter verbarg. Und was ich sah, bestätigte all meine Vermutungen. Ein Pokémon saß dort an einer Wand. Sein Fuß war mit einer Kette an einen Felsen gebunden. Er betrachtete sein Gegenüber mit finsterem Blick. Dieses Gegenüber sah gerade aus wie ein Feuerriegel. Plötzlich begann das Feuerriegel zu reden. Mit meiner Stimme wohlgemerkt. Was denn? Überrascht heute mal eine andere Form zu sehen? Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ich wollte dir heute jemanden besorgen, damit du nicht so allein hier unten bist, aber leider war er nicht da. Schade, nicht? Es kam keine Antwort, nur weitere böse Blicke. Auf einmal verwandelte sich das Vorriegel erneut. Warum bist du denn immer so stumm? Hat dir mein Talent die Sprache verschlagen? Erneut keine Antwort. Jetzt freu dich doch mal, Junge. Bald bist du hier raus. Bald kannst du wieder zu deinen Freunden gehen. Zum ersten Mal kam tatsächlich eine Antwort. Die Stimme lieferte mir den allerletzten Beweis. Du weißt selber, dass das gelogen ist. Bevor du mich freilässt, wirst du sie alle davon überzeugen, dass ich ein Krimineller bin. Keine Angst, sie werden dich nur ein bisschen hassen. Ich habe schon tolle Ideen. Das Pokémon hatte seine Form inzwischen vollkommen verändert. Nun stand es dort, so wie es eigentlich ist. Ein Zoroark. Leider musste ich mir vorhin anhören, dass anscheinend manche trotz meinem Angriff auf das Feuerriegel neulich immer noch an deine Unschuld glauben. Ein selbstbewusster Ausdruck erschien auf Shinux' Gesicht. Siehst du kannst probieren, was du willst. Sie glauben an mich und sie werden nicht aufgeben. Oh doch, das werden sie. Irgendwie scheint mir das Feuerriegel tatsächlich auf die Schliche gekommen zu sein. Daher habe ich ihn heute handlungsunfähig gemacht. Anders als geplant war er zwar nicht im Dorf, aber sein Haus ist abgebrannt und jemand hat mich gesehen. Natürlich, als ich aussah wie dieser Idiot. Jetzt werden all deine tollen Freunde erstmal diesem Ahnungslosen hinterherjagen. Sie werden mich noch finden. Das Zoroark stieß ein verkrüppeltes Lachen aus. Eines Tages ja, und sie werden dich hassen. Was meinst du? Denkst du, ihren Hoffnungen würde es gut tun, wenn du mal einen offenen Angriff startest? Wenn dabei deine tolle Freundin zu Schaden kommt, ändert sich ihre Meinung bestimmt. Der Schock war Shinux' Gesicht deutlich abzulesen. Du willst ja kein Haar krümmen. Lass deine dreckigen Finger von ihr sonst. Sonst was? Sonst schreist du um Hilfe? Wieder eine dreckige Lache. Du bist machtlos und das weißt du. Keiner wird je erfahren, was hier wirklich geschehen ist. Ich hatte mehr als genug gehört. Ich musste nach Silberdorf. Es war egal, was die anderen von mir dachten. Ich musste sie vor dem Angriff warnen. Ich musste ihnen den Ort des Verstecks mitteilen. So könnten wir alles noch verhindern. Ich musste nur zurück. Jedoch, einfacher gesagt als getan. In meiner Panik versuchte ich unbemerkt umzudrehen und die Grotte zu verlassen. Doch ohne den einsamen Ast auf dem Boden zu bemerken, trat mit voller Wucht darauf und das Geräusch erfüllte die ganze Höhle. Ach was, hat hier etwa jemand meinen Unterschlupf entdeckt? Im Wissen, dass ich nicht mit der Geschwindigkeit des Zoroark mithalten konnte, begab ich mich aus meiner Ecke. Wie, der Idiot? Du bist hier? Hast du etwa bei unserer letzten Begegnung nichts gelernt?
Ich versuchte selbstbewusst zu bleiben, auch wenn ich innerlich vor Angst fast zusammenbrach. Doch, die Wahrheit. Ich wusste seitdem, dass du nur ein Doppelgänger bist. Shinux im Hintergrund sah mich erstaunt an. Warte, du wusstest es wirklich? Woher das? Das kann nicht sein. Ich hab alles perfekt gemacht. Nein, hast du nicht. Du hast dich von der Perspektive täuschen lassen. Die Narbe war dein Fehler. Du hattest die Narbe am linken Auge. Am für dich linken. Da Shinux-Narbe für dich auch links lag. Aber durch die unterschiedliche Perspektive hattest du die Narbe für die Außenwelt am rechten Auge. Am falschen. Das Zoroark starrte mich ungläubig an. Solche Leichtsinnsfehler passieren mir sonst nicht bloß. Woher konntest du es so genau wissen? Du hast dieses Pokémon doch noch nie getroffen. Ich erkannte, dass eine lange Erklärung auch nicht viel ändern würde. Es ist egal, ich bin jetzt hier, um Shinux zu retten. Und ich werde nicht ohne ihn hier verschwinden. Der verwirrte Ausdruck des Zoroark wurde zu einem Lächeln. Es war ähnlich wie das bei unserem Treffen. Oh, da hast du recht. Denn du wirst hier überhaupt nicht verschwinden. Du bleibst hier. Im nächsten Moment griff es mich mit einem unfassbar schnellen Angriff an. Ich schaffte es gerade so auszuweichen. Mach's dir selbst einfacher. Wehr dich nicht, sondern ergib dich. Ich war schlau genug, selbst zu erkennen, dass ich in einer sehr misslichen Lage war. Ich hatte keine Chance in einem Kampf. Doch, dann geschah ein Wunder. Als das Zoroark gerade eine weitere Attacke ausführen wollte, hörte ich eine Stimme. Jetzt mach doch endlich was! Die Stimme hallte nicht in der Grotte. Keiner hörte sie, außer mir. Sie war in meinem Kopf. Auch meine Antwort kam über meine Gedanken. Während ich die Stimme hörte, wirkte es, als würde die Zeit angehalten sein. Was ist los? Wer bist du? Tut das gerade was zur Sache? Lass mich die Kontrolle übernehmen. Was meinst du? Ich kann deinen Körper kontrollieren, aber ich wurde stark geschwächt. Deswegen kann ich es nur, solange du es zulässt. Ich kann diesen Kerl fertig machen. Und warum sollte ich dir vertrauen? Ich bin ein Teil von dir, verdammt. Wenn du stirbst, sterbe ich auch. Ich kämpfe hier für mein Überleben, also mach schon! Einen Moment zögerte ich, doch dann sagte ich, okay. Im nächsten Moment fühlte ich unfassbare Kraft durch meinen Körper strömen. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich selber. Auch mein Äußeres hatte sich anscheinend verändert, denn das Zoroark schien etwas eingeschüchtert. Wieder hörte ich die Stimme, doch dieses Mal hallte sie. Sie sprach zu allen mit Hilfe meines Körpers. Verschwinde sofort, du lächerlicher Knecht! Versuch nur eine falsche Sache und du wirst es bereuen! Das Zoroark wirkte eingeschüchtert, blieb jedoch standhaft und griff an. Doch bevor ich mich versah, schwebte ich hinter ihm in der Luft. Sag mal, stotter ich! Innerhalb weniger Sekunden schoss ein seltsamer Gegenstand aus meiner Hand, knapp an dem Zoroark vorbei. Beim Aufprall mit der Wand explodierte er und hinterließ einen Krater. Letzte Chance, Narr! Das gerade noch so vorlaute Zoroark zog es vor, feige zu werden und floh sofort. Was auch immer mich kontrollierte, drehte sich zu Shinux. So sieht man sich also wieder! Shinux wirkte noch ängstlicher als das Zoroark. Er war komplett an die Wand gerückt und zitterte. Es reicht! Ich wollte die Kontrolle zurückerlangen. Tatsächlich funktionierte es auch mit diesem kurzen Ausruf. Ich landete und konnte wieder selbst bestimmen, was ich tat. Und in diesem Fall ging ich zu Shinux, der mich immer noch geschockt anstarrte. Alles ist gut, ich bin hier, um dich zu retten. Er schien mir nicht einmal zuzuhören. Wer bist du? Was willst du von mir? Hey, beruhig dich, ich bin Vollriegel und wohne im Moment in Silberdorf. Ich bin gekommen, um dich hier rauszuholen. Er wurde leicht ruhiger, aber zitterte immer noch. Wirklich? Ja, keine Sorge. Er stellte noch eine Frage. Und was war das gerade eben? Diese Aura? Was ist geschehen? Ich habe keine genaue Idee, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine Stimme gehört und etwas hat meinen Körper übernommen. Dieses Etwas. Ich verstand, was er mir sagen wollte. Warte, weißt du, was es ist? Shinux sah mich mit angsterfülltem Blick an. Diese Aura, sie ist unverkennbar. Ich habe sie schon einmal erlebt. Dieses Wesen. Das ist die Determination. Determination? Ein Wesen, über das ich schon oft gehört hatte. Ich hatte so viele Fragen und so viele Gedanken kreisten in meinem Kopf umher.
Doch ich entschied mich, sie später beantworten zu lassen. Ich verstehe. Ich werde mich später genauer darum kümmern. Jetzt lass uns erstmal verschwinden. Vorsichtig nutzte ich mein Feuer, um so die Kette, an der er befestigt war, zu schmelzen. Und so verließen wir die versteckte Grotte. Ich hatte sie betreten, in der Hoffnung, Shinux zu finden, und verließ sie mit ihm zusammen. Mein Plan hatte perfekt funktioniert. Und ich wusste, ich würde später noch ein intensives Gespräch mit dem Wesen in mir führen.